Hey zusammen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir machen heute in diesem Video Schaumküsse mit Himbeer und Vanille. Ich habe selber davor noch nie gemacht. Wir machen das heute jetzt zusammen das erste Mal und hoffen, dass es am Ende gut wird. Meine Tochter meinte, sie muss mitten im Winter Himbeeren essen und natürlich waren die so ein bisschen säuerlich und sie mag das halt total süß. Und jetzt habe ich halt noch Himbeeren übrig und ich dachte, ich baue die einfach mit ein in meine Schaumküsse. Die kommen dann so in die Schaumküsse und bei den Schaumküssen ist ja unten immer eine Waffel. Und ich habe jetzt hier so Eiswaffeln gefunden mit Vanillefüllung. Gibt es auch mit Zitrone, wer mag. Und die stechen wir jetzt aus. Genau, die stechen wir jetzt so rund aus. Das ist jetzt unsere erste Aufgabe und dann zeige ich euch die restlichen Zutaten. Also wir stechen als erstes die Waffeln aus, wie gesagt. Die sollen dann so aussehen. Dafür braucht ihr einen runden Ausstecher und eure Waffel. Und dann einmal durchstechen, ganz vorsichtig. Schaut mal. Tada! So, wir machen jetzt weiter mit der Schaummasse. Ich schreibe euch die ganzen Zutaten und die Mengenangaben unten in die Beschreibung. Wir schlagen jetzt als erstes Eiweiß auf und nebenbei kochen wir einen Zuckersirup. In meine Schüssel kommt jetzt Eiweiß, mein Zucker, also ein Teil von dem Zucker. Dann kommt ein Spritzer Zitronensaft. Und wir möchten ja, dass es eine Vanillemasse wird, deswegen kommt da noch Vanillepaste rein. Ich gebe da so 1 bis 2 Teelöffel Vanillepaste rein. Und jetzt schlagen wir das in der Maschine auf und nebenbei geht es dann direkt weiter. Ich muss ja kurz die Maschine ausmachen, weil sonst könnt ihr mich nicht verstehen. Nebenbei kochen wir unseren Zuckersirup, hatte ich ja schon gesagt. Da gebe ich den restlichen Teil von dem Zucker und etwas Wasser rein. Und das lassen wir jetzt einmal aufkochen. So, nebenbei lassen wir jetzt unser Eiweiß auch noch steif schlagen. Schaut mal, das kocht jetzt und ich rühre jetzt noch 1 Teelöffel Agatine mit rein und stelle das jetzt kurz zur Seite. Schaut mal, mein Eiweiß ist schön steif geschlagen und jetzt lassen wir das langsam weiter schlagen auf der niedrigsten Stufe und dann kommt unser Zuckersirup da rein. Agatine müsst ihr nicht unbedingt mit reinmachen, aber ich möchte einen besseren Stand, also dass es schön fest wird und deswegen habe ich das reingemacht, sonst könnt ihr das auch weglassen. Schön langsam dazugeben und jetzt stellen wir das wieder hoch. Schaut mal, die ist richtig fest geworden. Schaut mal. Die Masse ist richtig, richtig gut geworden und wir machen jetzt weiter. Wir brauchen einen Spritzbeutel. Ich habe hier so einen Stoffspritzbeutel. Ich habe das als ganzes Set in meinem Shop. Ich setze euch einen Link unten rein. Und da habt ihr so richtig schöne große Tüllen dabei. Also mehrere, das sind nur 2 davon. Ich nehme jetzt einmal eine Lochtülle und einmal so eine Sterntülle. Ich glaube, ich spritze die mal mit beiden auf, damit ihr sehen könnt, wie das so aussieht. Und genau, wir machen einfach weiter. Dieses Teil kommt da rein. Ja, ich bin eigentlich total raus gerade, aber okay. Genau, das kommt rein. Dann kommt die Tülle hier drauf und dann schrauben wir das hier drauf. Und dann sitzt die Tülle ganz fest da drin. Richtig cool. Und später, falls, wenn ihr das wechseln wollt, schraubt ihr das auf, macht die Tülle weg, macht die andere Tülle drauf, schraubt das wieder fest und zack, ihr müsst eure Hände nicht dreckig machen, indem ihr die Tülle von innen wechseln müsst. Cool, oder? So, es geht dann hier drüben wieder weiter. Ich nehme jetzt einfach hier mein Brett, was ich vorhin zum Ausstechen benutzt habe und lege meine Waffeln da drauf. Und dann legen wir die Himbeeren so in die Mitte. Ich habe die vorher gewaschen und jetzt noch trocken getupft. So, und jetzt spritzen wir das da drauf. Es kann sein, dass mein erster Versuch nicht so schön wird. Ich habe das noch nie gemacht. Wie mache ich das denn am besten? Moment mal. Schaut mal. Mache ich da noch so einen Huppel drauf? So. Sieht doch cool aus. Ich mache direkt noch einen. So, und schaut mal, ich zeige euch das kurz mit dem Wechsel. Einfach hier vorne aufschrauben. Damit, dann nehmen wir das hier weg, macht das andere hier drauf und dann wieder drauf schrauben. Und das war es auch schon, also das kann man richtig easy auswechseln. So,
Ich habe hier jetzt noch Masse übrig und ich dachte, ich zeige euch mal ein ungefülltes ohne Obst, falls ihr das mal machen möchtet. Dann müsst ihr drücken und dann gedrückt langsam hochgehen und abziehen. Schaut mal, geschafft. Ich finde die optisch irgendwie viel schöner, muss ich sagen, als die anderen. Ist aber euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Ich stelle die jetzt für 10 bis 15 Minuten in den Kühlschrank und dann überziehen wir die noch mit Schokolade. Zum Überziehen benutze ich eine Fettglasur. Das findet ihr in den Supermärkten als Kuchenglasur. Und falls ihr keine habt, dann könnt ihr auch Kuvertüre nehmen, im Wasserbad schmelzen und dann gebt ihr so 1 bis 2 Teelöffel Öl dazu, also Sonnenblumenöl. Irgendwas Neutrales oder Koksöl, rührt das einmal um und dann habt ihr im Prinzip auch eine Fettglasur. Ich fülle das jetzt in so ein kleines Messbecher. Ihr könnt das aber auch mit einem Löffel machen. Ich finde das aber viel einfacher. So, ich fülle das hier rein. Und ich habe hier schon meinen Platz vorbereitet. Ich habe hier ein Backpapier drunter, damit das die Schokolade gleich abfängt und darauf ein Kuchengitter. Und da kommen jetzt die Schaumküsse drauf. Und jetzt kommt die Schokolade oben drauf. Schaut mal, die Schokolade ist jetzt richtig schön angezogen. Und jetzt gehen wir da mit so einem Messer drunter und befreien das hier erstmal. Tada! Ich habe es geschafft, schaut mal. Ich finde, die sind richtig gut geworden. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Masse so fest wird. Also richtig, richtig gut. Ihr müsst die bis zum Verzehr kalt stellen. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.